Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein ganz herzliches Willkommen hier bei den Formburgers. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil der Herr Hartmann irgendwie gerade Probleme kriegt gleich. Und ich habe jemanden am Telefon, nämlich den lieben Waldemar. Waldemar, was kann ich für dich tun? Ja, servus. Moin. Du hast doch einen guten Draht zum Herrn Krüger. Ja, sehr guten sogar. Gut. Ich mache kein Geheimnis draus, wir haben das LU verkauft. Ja, das wüsste ich ja. Wir suchen einen neuen Platz. Ich habe den Herrn Krüger gerade 15 Millionen für seinen Hof geboten. Ja. Könnten Sie da ein bisschen nachhelfen, dass wir den Hof kriegen? Ich glaube, das wird schwierig. 15 Millionen habe ich ihm geboten. Okay. Für einen Neuanfang. Okay. Ich kann versuchen, was ich machen lässt. Weil ich suche einen neuen Platz. Ich möchte gerne den Hof unten freigeben. Ha. Also wir haben ja viel umzuziehen, wie Sie wissen, aber ich habe ihn für seinen Hof, wie gesagt, 15 Millionen geboten. Ich hätte ihn gerne. Ja. Ich möchte nicht mit unsauberen Mitteln spielen, aber vielleicht könnten Sie mir da irgendwie mit Ihrer... Charme. Wie sagt man? Ja, genau. Ich kann ihn ja mal drauf ansprechen, ja, das ist ja kein Ding. Er hat nur Zeit bis Mittwoch. Weil dann sinkt der Preis. Achso, ja, okay. Ja gut, kann ich ihn drauf ansprechen. Weil der Hof ist es definitiv nicht wert. Ich zahle mehr, aber... Mhm. Okay. Er kann auch einen Trecker mitnehmen oder seine ganze Maschine mitnehmen. Das, die Maschinen interessieren mich gar nicht. Mich interessiert nur der Hof. Mhm. Okay. Ja, müssen wir gucken. Also kann ich nichts ich weiß, ne? Ich weiß schon, aber Sie haben ja da doch schon einen gewissen Draht dazu, wo ich sage... Ja... Eine Provision für Sie wäre auch mit drin. Mhm. Na, ich kein Problem. Ich probiere mal was. Na, ich kann ja mal fragen. Ich kann ja mal drauf ansprechen. Genau. Na gut. Muss mal gucken, was hier passiert. Gerade. Alles klar, Waldemar. Jo, ciao. Ja, und ciao. Tschüss. Nein sagen. Ja, aber wenn Sie sagen nein, habe ich damit kein Problem. Muss der Herr Felder halt mehr arbeiten. Das ist mir egal. Was muss ich machen? Ja, ich wollte den ADR-Schein machen, aber der Herr Fröhlich hat Nein gesagt und habe ich Herr gesagt, Felder, ja, ist in Ordnung. Ich denke, Sie haben so dringend zu tun und so weiter. Ja, aber es geht ja hier gerade, wenn ich es höre, um ADR-Schein und meine Dieselsache. Also hat es ja schon was mit mir zu tun, oder? So ein bisschen? Glauben Sie nicht? Nö, hat es eigentlich nicht, Herr Zur Felder. Hälfte. Nee, weil was ich von meinem Hof zu meinen Sachen fahre, geht ja dann nur mich an, oder? Da hat er recht, der Herr Hartmann, ja. Weil es wäre nur drum gegangen, dass ich quasi mir das den Diesel von dem Herrn Felder direkt an den Hof liefern lasse und danach selber verteile. Herr Hartmann? Deswegen, ja, lieber Herr Fröhlich? Das Fangmaul hier hinten kommt ab. Da hat der Händler gesagt, das geht nicht ab. Okay. Wird aber nichts angehangen. Nö, bin ich lebensmüde? Das ist aber wirklich... Achso, nee, das ist ja unten. Das ist doch... Hättest da unten, dass er noch einen dranhängen kann und dann hätte er Überlänge. Das geht gar nicht. Ja, wenn Sie sich dann nächstes Mal einen Auflieger kaufen, sollten Sie den erstmal begutachten, richtig, bevor Sie ihn kaufen. Ach, der war bei eBay, der hat mich nur 10.000 Euro gekostet. Da ja, sehe ich. Ist mir das egal. So sieht er auch aus. Der kommt wahrscheinlich aus, keine Ahnung woher und, ja. Er hat ja, Händler. Ja, Herr Felder. Waren Sie jetzt gerade beim Händler unten? Ja. Steht da irgendwie ein Viehanhänger rum? Ja, da steht einer. Da steht einer, den haben wir auch schon gesehen. Oh, ey, das ist meiner, da warte ich schon ewig drauf. Och, der steht seit drei Wochen schon da. Oh, was ist denn mit dem Händler nicht richtig? Na gut, brauchen okay. Brauchen Sie den, Herrn Felder, brauchen Sie den? Ich brauch den, ja. Soll ich ihn denn hier hochfahren? Sie fragen so komisch. Was hab ich... Also, wie verkaufe ich denn meine Seele an Sie, wenn ich jetzt sag ja? Gar nicht. Sie zahlen bloß einmal Lieferkosten. Das ist wie viel? Kleinen Moment, sage ich Ihnen. Herr Felder, was haben Sie denn genau damit vor? Also ich meine, Tiere transportieren ist klar, aber... Schafe transportieren. Ich will so ein bisschen noch nebenbei Schafhandel und so machen. Das wären 800, weil es eine Transportfahrt ist. Ja, können wir machen. Aber wenn Sie das machen würden, Herr Hartmann, natürlich. Schafhandel. Natürlich, wieso denn nicht? Ja, gerne. Also quasi alte verkaufen, neue Babys machen lassen richtig. Und dann auch richtig. Die alten verkaufen. Richtig. Aber dürfen Sie Tiere überhaupt fahren? Natürlich. Warum denn nicht? Brauchen wir doch auch einen extra Schein für. Haben Sie denn die Lizenz dafür?
Ich habe doch in Grunwald, hab ich doch alle möglichen Tiere gekauft. Da habe ich doch eine Lizenz gemacht. Ich weiß nicht, ob man die erneuern muss, aber grundsätzlich habe ich das gemacht damals, ja. Und passen Sie auf, und in Amerika, da haben wir ja Riesendinger gefahren, ne? Das hat ja, also von daher, mein Vater hat... Sie waren in Amerika? Ja, mein Vater hat ja eine riesen Ranch. Also, wie LU-Hof, mein Hof und Kai-Hof zusammen. Das war so der kleine Nebenhof. Also der Hof vom Herrn Krüger ist ja nicht wirklich groß. Warum sind Sie dann jetzt eigentlich in Deutschland, wenn dort doch so eine riesen Ranch ist? Ja, das haben Sie etwa Amerika-Verbot? Nee, das hat eine ganz, ganz lange Vorgeschichte. Das hat eine Familienvorgeschichte. Ja, alles gut. Hat Köln-Kalk-Verbot, hat er. Nö, ich habe nirgendwo. Wissen wir schon, dass Köln-Kalk nicht in Amerika ist. Ja, aber da darf er auch nicht hin nach Köln-Kalk. Weil die Leute mögen keinen mit schwarzen und roten Sachen an. Oh Gott. Herr Felder, was ist denn mit meinem Saatgut? Herr Fröhlich, ich verstehe Sie. Die Frau Schusters sollte es fahren. Die kann mit ihrem Anhänger da nicht, kriegt da nichts raus. Also die Saatgutproduktion hat Probleme, große. Das ist ganz schlecht. Herr Fröhlich, ich habe die ganze Zeit was vergessen. Aber ich kläre das heute noch. Sie kriegen heute ihr Saatgut noch auf alle Fälle. Ja, kein Ding, Herr Felder. Der Herr Fröhlich... Herr Felder hat mich letzte Woche gebeten, ich soll ihn ganz schön... Ey, gegen mich haben Sie doch eigentlich nichts, Herr Fröhlich, hallo? Schöne Grüße ausrichten, hat er gesagt. Herr Hartmann? Ja, lieber Herr Fröhlich? Besser für Ihre Gesundheit ist jetzt wirklich, wenn Sie sich in den Traktor setzen... Ich gehe einmal lieber. Ja, ich gehe einmal lieber. Tschüss! Tschüss, aber wieso? Ich bin doch immer so lieb und nett zu Ihnen. Ja, das sind Kunden. So, gut, okay, Robin, mein Lieber, na, wie geht's dir? Alles fit, alles toll, alles schön, alles schick? Wie sieht's aus bei dir? Ah, nee. So, das wird hier noch schnell gemacht. Ihr schafft das aus einer gewissen Art und Weise nicht. Jemand im Funk? Ja, ich bin gerade am telefonieren. Achso, ja, dann muss dein Funk mal ausmachen. Ich muss gerade mal telefonieren. Aus. Ja. Der ist nett aus, ich höre dich ja. So. Ja. Laura, grüß dich. Ich hab dich vorhin nicht erreichen können. Ich dich erreichen kann, ich dachte schon, du hast mich vergessen. Nö, ich hab dich einfach nicht erreicht. Was? Tja, dachte ich also. Hä, aber ich war da auch nicht da. Du hast mir geschrieben. Immer dabei? Nee, du hast mir geschrieben, ich soll dich anrufen und dann warst du nicht erreichbar. Ich hatte Handy die ganze Zeit am Mann. Nee. Doch. Ja, warst ja aber nicht erreichbar. Na gut, was wollte ich denn jetzt von dir? Alles. Ha? Haben wir wegen der Gummifabrik gesprochen? Latex? Mhm. Meinst du... Da hast du jetzt angefangen, ne? Latex? Nee, ich hab die noch nicht mal gekauft. Ich komm hier zu nichts. Ich hab heute nur Telefonate und nur Rotz und Scheiße hier. Und dann konnte ich dir noch nicht mal helfen. Scheiße. Ja, da ging mir Asche wieder auf den Sack. Der Hartmann. Ich bin jetzt die erste Runde auf meinem Feld gefahren. Also bei mir ist heute genauso der Wurm drin. Mhm. Aber die Polizisten, also heute hängt es nicht an den Polizisten. Die lassen mich heute ziemlich in Ruhe, muss ich sagen. Also. Ja. Ja. Ich bin heute sehr loyal. Also sehr nett. Ja, na gut, das sind die zu mir jetzt eigentlich immer. Ja, also in letzter Zeit, ja. Ich hatte mit dem noch keine Probleme. Mir tut das bloß leid, ich muss den ja auf den Sack gehen die ganze Zeit, wenn ich irgendwo hinfahre. Ja, nee, aber haben sie sich schon lobend über dich geäußert? Echt? Die tun auch ein bisschen auch beleidigt, ne? Warum? Na, wegen der scheiß Hochzeit. Ach so, ja. Ja, ist mir egal.
Ja, Frau Schuster, wir haben es ja jetzt aufgegeben. Ja, das ist ja richtig. Müssen wir ihre Überraschung abbestellen, die Limousine. Da hab ich gesagt, ne, so ein Shishi brauchst du eh nicht. Oh, noch eh drauf, geil. Geil. Keine Limousine? Schade eigentlich. Magst du Limousinen oder wie? Ja, es geht. Es hält ja, sich in Grenzen. Ein Auto mit viel Platz hinten drin. Ja. Ja, ist jetzt auch nicht so spektakulär. Nee. Bist du schon mal mit einer gefahren? Nee. Na gut, ich. Du ja? Nee, so nobel ging bei mir noch nie die Welt zugrunde. Ja, nee, das haben wir bloß bei einem jungen Gesellenabschied mal gebucht für eine Freundin. Ah ja. Ja, damals noch in der Großstadt, weißt du? Da musste man ja auch ein bisschen zeigen, was man hat, ne? Ja. Na, deswegen bin ich heilfroh, dass ich hier auf dem Lande bin. Dass hier gesehen und gesehen werden. Das gefiel mir damals schon nicht, da musste ich aber durch meinen Job. Ja, okay. Nee. So, was wolltest du jetzt eigentlich von mir? Datex. Dass ich dir das liefern kann? Ja. Ach, das dauert noch. Also wie gesagt, ich bin gerade drüber. Fährt hier oben lang. Kannst ja trotzdem schon mal aufschreiben, es gehen 70.000 Liter rein. Bei mir. Also ich hab's jetzt schon gekauft. Schwarzes Auto? Oh nee. Ich dachte, jetzt ist mal Ruhe. Nee, ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung. Ich lauf hier gerade entgegen. Also ich stehe hier am schwarzen Auto. Also bei meiner Mutti, das waren BMWs, glaube ich. Ah. Ich leg ist mal ein ganz. BMW? Nee, das ist irgendjemand anders. Ich leg mal ganz kurz auf. Oder? Oh, bis später. Oder nee, warte mal, der ist halt gleich hier. Hallo? Hallo? Wer sind Sie denn? Michael Steiner, mein Name. Ah! Sie sind der Bruder vom Herrn Steiner bestimmt, ne? Vom Steffen Steiner. Ja. Alles klar, von Ihnen habe ich schon gehört. Das ging aber schnell. Ja, von den Polizisten. Na, Sie wären ganz nett, haben die gesagt. Okay. Also entgegen dem Ihres Bruders sozusagen irgendwie. Ich habe mit dem nie Probleme gehabt mit Ihrem Bruder. Aber wie geht's Ihrem Bruder denn eigentlich? Momentan nicht so gut. Echt? Oh, das ist aber jetzt nicht so lustig. Deswegen bin ich hier. Um seinen Betrieb weiterzuführen, oder was? Ja. Ach, krass. Krass. Aber Sie haben so eine. Sie haben. Also, das muss ich sagen. Sie sehen ähnlich aus und haben eine ähnliche Stimme, ne? Also, fast unverwechselbar. Fast. Mhm. Nur, dass ich höflicher bin. Wurde mir jedenfalls so gesagt, ja. Anscheinend. Geht's ihm denn, geht's ihm so schlecht, dass man bangen muss, oder kommt er irgendwann mal wieder? Kann man das schon sagen? Bis jetzt geht's noch. Also, okay. Na gut, war natürlich eine ganz krasse Sache. Ne? Ich habe jetzt bloß gerade gedacht, ich habe so ein Auto röhren hören hier und da dachte ich, ich komme mal hoch und guck mal, wer das ist. Ist gut, und Sie sind? Ich bin, ja, sehen Sie, ich bin der Erik Felder. Ich habe hier die ganzen Ländereien hier, die Sie sehen, und den Hof hier hinten. Und dachte jetzt, wer fährt denn so hinter meinen Feldern lang, wissen Sie? Nee, ich bin eigentlich hier nur rumgefahren, um, keine Ahnung, vielleicht finde ich irgendjemanden kennenlernen. Ja. Weil ich kenne ja hier niemanden. Ja. Haben Sie jemanden kennengelernt? Eigentlich wollte ich heute ein Grillfest machen, aber Rauf und Gruber hat eher gemeint, das sollte man Mittwoch machen, weil die ganzen Landwirte heute mit Arbeit beschäftigt sind. Oh, wir haben heute extrem zu tun, ja. Ja, wir haben übelst viel. Also ich zumindest hier, ich komme schon gar nicht mehr hinterher.
Machen Sie da die Produktionen jetzt weiter von Ihrem Bruder? Ja, ich mache den kompletten Hof und die kompletten Produktionen für meinen Bruder. Ich gebe Ihnen mal ganz kurz eine Karte. Hier, bitteschön. Vielen Dank. Von mir. Der beliefert mich nämlich immer mit Paletten. Okay. Wir haben da so ein bisschen eine Geschäftspartnerschaft, sage ich mal. Und ja, da komme ich bestimmt demnächst mal auf Sie zu, wenn Sie da noch da sein sollen. Bestimmt. Na, ja, na gut. Wenn Sie möchten, am Mittwoch. Sehr gerne. Können Sie gern auf den Hof von meinem Bruder kommen? Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Schreiben Sie da nochmal was rein in die Anzeige? Die Frau von Gruber wird's machen. Ah, perfekto. Ja, sehr gut. Herr Steiner, entschuldigen Sie, aber ich muss los. Ich habe kaum noch Zeit. Das ist ganz schwierig. Ich habe kaum noch Zeit. Oh, es ist ganz schwierig. Wir sind ja heute alle schwer beschäftigt. Ja, ja, das ist bei mir ganz, ganz furchtbar gerade. Wir sehen uns am Mittwoch. Ne? Da quatschen wir mal. Alles klar, Herr Steiner, danke. Sagen Sie Ihrem Bruder, wenn er irgendwie ansprechbar ist, mal liebe Grüße. Mach ich. Ne? Alles klar, ciao. So, Laura, bist du noch dran? Ja. Hast bestimmt gehört, ne? Was mit? Nur dich. Ach, nur mich? Okay. Nee, das ist hier der Bruder vom Steiner, Steffen. Ja, mit denen hatte ich vorhin auch schon kurz das Vergnügen. Ja, ist eigentlich ganz nett. Mhm. Der ist ja. Ich hatte vorhin gedacht, ich hatte echt einen Steffen am Telefon, das war er nicht. Ja, ja, das hab ich auch gedacht jetzt gerade. Ja, krass, ne? Mhm. Sind das Zwillinge? Gehe ich fast davon aus. Habe ich jetzt nicht gefragt. Da habe ich jetzt nicht gefragt. Aber ich geh mal fest davon aus. Also. An die was oder gucken die bloß? Werde. Naja, hier. Hier stehen die zwei gelben Männlein. Polizisten? Ja. Ich glaube, die haben heute ein bisschen Langeweile. Ja, die müssen ja bei mir gucken. Ne? Oh, ich krieg gerade noch ein Telefonat rein. Ja, bitte. Herr Felder? Ja, bitte. Ah, ich war jetzt unten beim Shop. Ich kann das Ding leider nicht transportieren. Warum denn das? Weil das hat nur, eine Anhängerkupplung hat, die mein Traktor leider nicht nimmt. Echt? Ja, da brauchen sie, ich glaube, eine ganz normale Pickup-Anhänger. Weißen Sie, wo sie auch einen Wohnwagen draufstellen? Hä? Anhängerkupplung brauchen sie, glaube ich, dafür. Was, das kann ich ja mit dem Traktor transportieren? Zu meiner nicht? Ah, das kann nicht sein. Ja, muss ich dann selber nochmal gucken. Dann geht's halt leider nicht. Aber trotzdem danke, Herr Hartmann. Ja, bitte, bitte. Na, danke, danke. Man hilft sich doch gerne. Jo, so sieht's aus. Na gut. Oh, heute klappt aber gar nichts, ey. Heute geht gar nichts. Ein Pesttag heute. Oh, grauenhaft. Naja. Und bei dir, wie sieht's da aus, so jetzt gerade? Was machst du jetzt gerade Schönes? Ich spritz meine Felder. Ah ja. Also du bist da ja. Genau. Ja, ich bin ja auch jetzt erst dazu gekommen, ja. So, na, ich ernte gerade noch meinen Raps. Oh, oh nee, es ist. Da könnte sein, ich muss mir mal deinen Anhänger ausleihen irgendwann. Ja, kann ich ja dann hochbringen. Weil das wäre cool, weil dann könnte ich nämlich den ganzen Raps mal in der Dieselproduktion. Ich hätte dir auch das Saatgut gefahren, ne? Ich weiß schon. Auch wenn ich jetzt hier rummecker, dass ich hier auch zu nichts komme, aber ich hätte das gemacht. Ich weiß schon. Ich weiß, ich weiß. Deswegen sage ich ja, heute funktioniert gar nichts. Du weißt ja, ich muss ja immer erstmal meckern. Kennst du mich da ja schon ein bisschen. Das ja nun am Wochenende festgestellt. Ja. Genau. Oh, wenn ich das Feld dann fertig habe, dann bin ich eigentlich erstmal durch. Gott sei Dank. Ich bin froh, dass das Hochzeitsthema erstmal durch ist. Herr Hartmann, ja. Ich bin vorhin auch schon wieder auf den Sack. Kai hat mich auch schon gesagt. Ich hab gesagt, dieses Jahr nicht mehr. Nächstes Jahr können wir mal drüber reden.
Ja. Kai hat mich auch schon gefragt. Was hast du da gesagt? Ich sag, ich heirate doch jetzt niemanden, der, den ich 2 Monate kennen gerade mal. Ja. Richtig. Weißt du? Ja. Das wäre ja sinnlos. Aber naja, gut. Ich glaube, sie haben es begriffen. Ja. Ich glaube auch. Schön. Ja, ja. Wie viel musst du da jetzt noch Herbizide ausbringen? Noch 2 Bahnen, aber ich glaube, mein Herbizid reicht nicht. Oh. Da ist noch 2% drin. Hast du es mit dem LU gehört eigentlich? Ja, ich habe auch schon mit dem Herr Goldberg gesprochen. Mhm. Krass, ne? Scheiße, eine Bahn. Ey, weißt du, was der machen will? Das muss ich dir jetzt mal erzählen. Ne? Aber das bleibt bitte unter uns. Ja, bist du doch. Der bietet Kai 15 Millionen für seinen Hof an. Der will den Hof von Kai. Unter allen Umständen. Hä? Mhm. Ja, und was ist mit Kai dann? Tja, das ist wahrscheinlich egal. Das soll ich... so ein bisschen, weil ich ja mit Kai gut kann, soll ich so ein bisschen nachhelfen, weißt du? Boah, also in deiner Haut muss ich da nicht stecken. Also ich würde es nicht machen an deiner Stelle. Ich spreche das bei Kai an, dann sagt er mir hundertprozentig, nee, mache ich nicht, und dann ist das Ding gegessen für mich. Da würde ich mich raushalten. Ja, kann ich nicht. Wie will ich mich da raushalten? Ich hab gesagt, ich rede mit Kai, und wenn der jetzt sagt nö, dann ist nö. Ganz einfach. Ich frag den einfach. Ich werde sagen, Kai, wusstest du, dass der deinen Hof haben will? Ja. Was? Na, hat er so gesprochen wie, ja, ich will ja jetzt, ich will das ja jetzt noch im Guten machen. Besser, die sind ja bei mir noch, ha? Na, ich will das ja jetzt noch im Guten machen. Und wenn die, wenn er da aber nicht einlenkt, so, weißt du, so ähnlich war's. Ne, dann, Der Blöder. Na, ja, mal gucken. Meines ist Kai sein Eigentum, ne? Da können sie gar nichts machen. Nee. Null. Aber die können doch den Hof dort behalten. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe nicht, warum die da jetzt so umziehen wollen. Will er halt freimachen für irgendjemand. Keine Ahnung. Ja, weil er es ja verkauft hat, ne? Ja, ja. Den neuen Eigentümer dann. Ja. Tja, weiß ich nicht, was da noch entsteht. Aber ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, das Ganze, dann schaltet beim nächsten Mal rein. Wir sind schon wieder durch mit der heutigen Folge. Es war mir ein Vergnügen, für euch die Folge aufzunehmen. Und ich, würde mich freuen, wenn ihr ein kleines Däumchen da lasst. Ich mache jetzt noch hier den ganzen Mist noch. Und dann... Scheiße. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns schon mal in die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Sven. Tschüss. Und ciao.